Hallo und herzlich willkommen bei Labbadia 123. Viel Spaß mit dem Video und genießt es. Weiter geht's mit dem nächsten Video, auch von Mr. Lopez, ein React-Video. Und diesmal aber GTA Vice City versus GTA Vice City Stories Map Comparison. Ton ist aus, alles vorbereitet. Dann starten wir mal mit dem React, oder? Let's go. GTA Vice City versus GTA Vice City Stories. Vice City 1984 versus 1986. Beste Zeit ever. Natürlich vor meiner Zeit, aber beste Zeit. Ocean View. Das Ocean View Hotel. Auch wenn man das so sieht und jetzt, wenn man sich gedanklich vorstellt, der GTA 6 Trailer. Wie sich das alles so, ich meine klar, moderne Technik wird immer besser und so weiter, aber es ist einfach Wahnsinn. Und für mich ist das hier einfach Retro, das bleibt Retro, es wird immer Retro bleiben. Und auch immer das Beste Vice City bleiben. Aber ich bin mal gespannt, wie GTA 6 wird, lassen wir uns da überraschen. Aber gut, schauen wir uns jetzt mal an, wie das bei Vice City Stories aussah. Erstmal hier nochmal Vice City. Und so sah es tatsächlich in Vice City Stories aus. Kein Ocean View Hotel. Das war ein ganz normales Hotel, glaube ich. Oder ein leerstehendes Gebäude, was zum Hotel umgedingst wurde noch. Wie hieß der Main-Character eigentlich nochmal? Der hatte doch irgendwas mit Lance zu tun gehabt bei GTA Vice City, ne? War das nicht der Vater von Lance? Ich glaube Victor Vance, ne? Vic Vance? Kann das sein? Ich glaube, bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube ja. Gut, wir machen aber mal weiter. Da merkt man, Vice City Stories ewig her. Habe ich auch, wie neben Liberty City Stories, auch schon lange nicht mehr gezockt. Lance Apartment. Ja. Bei Tommy Facetti. Nochmal Ruhe und Frieden Ray Liotta an dieser Stelle. Und so sah es bei Vice City Stories aus. Ja, kleine Änderungen, aber ja. Washington Mall? Gab es die überhaupt in Vice City Stories schon? Diese Mall? Nein. Gab es einfach eine Freifläche? Wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, ob es die da überhaupt schon gab. Aber hat sie ja schon beantwortet. Nein. Ja, hier nochmal die Mall von innen, wo man ja auch eine Mission macht. Ja, und hier fing, glaube ich, die Baustelle erst an, dass das so langsam erbaut wurde. Und dass es so langsam angefangen wurde, es zu errichten. Pole Position. Der Club, ne? Der Pole Position Club. Okay, bei Vice City Stories, das sieht aus wie eine Mall, ohne Pole Position oder so ein großes Veranstaltungszentrum. Aber so richtig... So Pole Position wurde halt bei GTA Vice City an sich erst umgeändert. Und entschuldige, falls ich nicht so ganz von der Stimme her so ein bisschen fit bin, weil, ja, das kennt man ja mittlerweile schon. Parking. Ja gut, das Parkhaus, das kennt man ja. Ja gut, gab es auch in Vice City Stories halt leicht abgeändert. Okay. Vice Point Sandtrack. Ach, diese Sandstrecke, wo man mit dem Topfanwagen diese ferngesteuerten Fahrzeuge fahren muss. Ja, die gab es halt bei Vice City Stories nicht. Die gab es leider nicht. Parking Lot. Ach, das Ding. Okay. Genau, das war ja da eine Baustelle gewesen. Dachte ich mir, spreche ich das gerade erst an, weil ich war so richtig unsicher gerade, aber genau, hätte ich ja doch sagen können, es war die Baustelle gewesen. Bei Vice City. Bunch of Tools. Ja, dieses Werkzeuggeschäft, Bunch of Tools. Das Häuschen gab schon, genau, aber nicht als Bunch of Tools bei Vice City Stories. Aber mit einer Lebensanzeige, das ist gut. Washington Beach Fairground. Ach, diese Baustelle. War das davor überhaupt schon eine Baustelle oder war es auch Freifläche? Ach das... Ach Gott, daran kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Diese Kirmes. Da war einfach eine Kirmes. Vor allem drei Biker, die da rechts mit dem gleichen Helm sind, alles klar. Ist ja wie bei Vice City mit den ganzen Cops oder Officer, die dann so geklont wurden. Naja gut, okay. Kann man mal drüber hinwegsehen. Aber krass mit der Kirmes. Daran kann ich mich echt null mehr erinnern. Und ich fand, für damalige Verhältnisse sah die Kirmes übelst geil aus. Muss ich echt mal wirklich so sagen.
So, weiter geht's. Wahnsinn. Nochmal Seite an Seite. Ja, guck mal hier, der Vergleich. Nochmal. Links einfach eine Baustelle, wird irgendwas errichtet. Keine Ahnung, Bürokomplex, keine Ahnung was. Und rechts einfach eine Miss, ey. Holy. Was ist denn das für ein geiles Figaro, 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 Figaro. Ding, ey. Holy. Wir machen mal weiter. Construction Site. Ja, wir wissen alle durch welche Mission. Und ich kann schon spoilern, weil ich ja aktuell ja auch, weil ich nicht weiß, ob das davor oder danach kommt. Die Baustellenmission habe ich bei der Definitive Edition schon durch. Ob das Video zuerst kommt oder das mit der Baustellenmission, I don't know. Je nachdem, was er fertig ist. Aber ich kann schon sagen, es ist für mich eines der schlimmsten Missionen. Und ich glaube, das wird vielen so gehen. Weil das mit diesem kleinen Helikopter so, es ist einfach so schwierig. Man ist einfach froh, wenn diese Mission geschafft ist und denn man abspeichert und dann denkt man sich, Alter, du kannst stolz auf dich sein, dass du diese Baustellenmission fertig hast. Und dir einfach fünfmal auf die Schulter klopfen, so nach dem Motto. Gut, wir machen weiter. Ja, und diese Baustelle gab es halt damals noch nicht. Nicht wahr, Victor Vance? Da saß es. So. Der Vergleich einfach. Das war ja hier nochmal von einer anderen Perspektive. Wenn der andere gerade halb besoffen nach Hause geht. Ach ja, im Hintergrund diese, na gut, sehr unverwaschenen Villen oder was das sein? Na, Villen, was heißt das? Wohnungskomplexe. Aber es sieht einfach geil aus. Ja, Vic's Apartment, tatsächlich. Victor Vance. Nice. Ja, dieses Villa-Hauskomplex. Ja, und hier das große Apartment noch von damals. Holy. Da sind einfach jetzt kleine Häuser hingebaut worden. Mendisch Menschen. Ach, das ist das gute Ding. Da war ich doch letztens auch erst gerade bei GTA Vice City Definitive Edition. Zumindest in der Nähe davon. Dias Menschen, ja gut. Die Villa, ja. Die Villa in der Mitte. Die bei GTA 6 laut Trailer nicht mehr ist. Und hier bei Victor Vance wurde einfach das ein Teil. Dieses rechte Ding hier, diese rechte Klotz vom Gebäude, einfach erst dazu gebaut. Holy moly. Wahnsinn. Kinder, wie die Zeit vergeht. Rockstar Swimming. Ach ja, das war ja das Easter Egg mit dem Rockstar Pool gewesen. Das fand ich auch geil. Und damals gab es den leider nicht bei Victor Vance. Ja, da war es einfach ein viereckiger Pool mit einer Wassertextur. Und das bei Vice City generell, dieses Rockstar Pool. Es ist ein geiles Easter Egg, das muss ich wirklich mal sagen. Das ist schön. Ja, der Malibu Club. Den kennt man, den liebt man. Außer wenn Copyright-Mucke läuft, dann muss man das bearbeiten. Damals war es, glaube ich, nur ein Club gewesen hier, weil da nicht Malibu steht. Genau. Und ja. Victor Vance Safe House. Ja, bei Tommy, wie gesagt, hier dieses Villenhäuschen. Ja, und das erste Safe House hier aus solchen kleinen Häuschen bei Victor Vance. Muss ja nicht mal so ein großes Villenkomplex sein. Sowas Kleines reicht ja auch. Ne? Also finde ich zumindest meine Meinung. Sunshine Autos. Ach, dieses Autocar-Spot hier, wo man Autos dingsen kann. Damals so eine Baustelle. Wahnsinn, ey. Das ist gerade einfach wie Nostalgie, das hier nochmal so zu sehen. Das ist einfach Wahnsinn. Hier nochmal eine andere Perspektive mit diesem Zaun. Und da wurde Sunshine Cars denn bei Victor Vance anders noch erbaut. Beziehungsweise bei GTA Vice City Stories. Airport Road. Ach, das an der Seite hier, okay. Ja, genau, da war es ja bei Vice City Stories nur gewesen. Konntest du so hoch Richtung Airport und ja. Das ist ja bei Vice City generell nochmal verändert worden. Trailerpark. Ja, bei Vice City einfach eine leere Grünfläche. Das war ja nur Vice City Stories gewesen, dieser Trailerpark hier, genau. So eine Art ähnlicher Campplatz mit den Wohnanhängern hier, könnte man auch sagen. Nur, dass das eher aussah wie eine Baustelle, gefühlt mit dem Sand. Ja, Viceport Boatyard mit den Boats hier, genau. Genau, bei Vice City Story war einfach die Halle zu.
Das gab's aber schon. Und ja. Aber wie unverwaschen die Textur da einfach noch war. Das war für mich einfach Kindheit pur. Für viele ein Brennen in den Augen. Bennys Restaurant, weil, also weil es für die einfach weh tut, deswegen das Brennen in den Augen. Ja, aber auch nur Vice City Stories mit Bennys Restaurant. Genau, das war ja bei Vice City nicht. Auch übelst cool. Da oben sogar das Flugzeug, was fliegt bei Vice City Stories. Nice. Moist Palms Hotel. Bei Vice City hätte ich nie gedacht, dass, muss ich ehrlich sagen, dass das ein Hotel ist, aber da links steht es auch dran, sehe ich gerade. Für mich sah das immer aus wie so ein Bürokomplex, muss ich wirklich sagen. Oder wie so ein Schulgebäude. So wie bei uns, bei mir die Schule damals, auch mit der ganzen Fensterfront alles. So wirkte das für mich, aber es ist tatsächlich ein Hotel. Was genau, wollte ich gerade sagen, eine Baustelle bei Vice City Stories war. Da wurde es ja erst erbaut. Da kann ich mich nämlich noch sehr, sehr gut erinnern. Fort Baxter Airbase. Oh Gott, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Dass das Ding. Ja, ich glaube, Victor Vance konnte ja da einfach rein und raus. Ja, da kann ich mich gefühlt schon gar nicht mehr erinnern. Wahnsinn. Ja, nochmal von innen. Diese Militärbase. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Nochmal Seite an, es ist kurios. Ja, hier nochmal ein paar kleine Ausschnitte. Jetzt nochmal aus Victors Sicht. Einfach genial. Auch im Hintergrund mit diesen Leuchten der Häuser. Die Skyline. Das war. Oh, das war schon. Schade, schade. Oh, es gab hier auch schon Part 2 von. Würde ich aber sagen, beim nächsten Mal. Denn das war es erstmal mit diesem Video. Mit diesem React-Video. Es hat mir Spaß gemacht. Und ich würde sagen, Autolabi, tu das, was du gerne tust. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.